bereit? Raus bitte. Jenny. Doppel. Mhm. In nur der ausländischen. Kann ich mal das Geld sehen? 8 Mark. Sie kennen mich doch. Ja, eben. Und frage ich ja nach dem Geld. Ich habe doch immer bezahlt. Und? Was heißt das? Sie wissen doch, dass Sie sich auf mich verlassen können. Bitte. Schau ab. Dann schau ab. Was ist denn los mit dem? Ein Alkoholiker, der mich aufs Kreuz legen will. Hast du kein Geld? Ja. Was ist denn? Ich gebe dir kein Geld. Sieh zu, wo du es herkriegst. Nicht von mir. Nicht immer von mir. Ich habe dich um nichts gebeten. Weißt doch, was es bedeutet, wenn du mich so anschaust. Ich habe einfach heute noch nichts gehabt. Jakob, lass mich in Ruhe. Willi, nur eine Frage. Schmeiß mich nicht gleich wieder raus. Ich habe im Moment kein Geld. Morgen kriege ich, weil sich jemand ist mir Geld schuldig. Aber ich schwöre dir, dass ich morgen Geld bekomme. Du, Weiber, du weißt, das ist die Hölle, Willi. Wer stört hier? Ich bin total drauf. Schau's an. Dich rausgeschmissen? Ich könnte ja bezahlen morgen. Morgen kriege ich Geld. Jemand ist mir Geld schuldig. Ich muss ja auch warten auf mein Geld. Keiner will warten. Du sollst ihn in Ruhe lassen! Das geht nicht wohl, was du willst! Ich habe ihm gesagt, er soll sie in Ruhe lassen! Ich habe ihm gesagt, er soll sie in Ruhe lassen! Ich will das nicht! Haut ab. Ich muss raus hier. Weg hier. Was machst du denn da? Wo ist er? Weg! Wir schließen gerade ab. Ein Bier! Einfach mal. Ja, wir gehen dann auch. Ja, schließe ab. Du kannst nicht abschließen, weil es noch viel zu früh ist. Du machst dich verdächtig, wenn du abschließt. Ina! Was ist denn da los? Was machen Sie denn da? Was ist denn mit dir? Weiß ich. Hallo. Hey, bleib da! Wollen wir nicht zumachen? Bandera hat recht. Wir machen uns doch verdächtig. Vater, die Tasche. Ich habe eine Hausnummer gesucht, war aber schon zu weit. Dann habe ich gewendet und dabei ist das Autolicht direkt auf diese Stelle gefahren. Und da habe ich die Tote liegen sehen und den Mann, der sich über sie gebeugt hatte. Ein Mann, sagen Sie? Ja. Wie sah er aus? Und der ist leicht zu beschreiben. Geben Sie meinem Kollegen hier eine genaue Beschreibung des Mannes. Ja? Mhm. Gehen wir doch in die Wirtschaft. Ja. Ein Schluck Bier würde mir das gut tun, nach diesem Schrecken hin. Ein richtiger Penner. Dreckig. Unrasiert, wirres Haar. Und wie alt war der Mann? 45. Aber das Komische war, danke, das Komische war, er hat eine Krawatte umgehabt. Die hat überhaupt nicht dazu passt. Wie kommt die hierher? Mach sie ruhig auf. Mach sie auf. Regina Debel. Die Adresse hätten wir auch. Hm. Haben Sie den Mann früher schon mal gesehen? Nein, noch nie. Sie, entschuldigen Sie. Ja, bitte? Der Mann, den Sie hier beschreiben, den kenne ich. Den sehe ich öfters. Der geht so von einem Lokal ins andere. Ist ein Trinker. Der muss bestimmt schon mal hier gewesen sein. Von wem sprechen Sie? Ja, von dem Mann, der hier beschrieben wird. Sie wissen schon, der Alkoholiker. Den müssen Sie doch kennen. So ein wirrer Typ, immer mit Krawatte. Der muss Lehrer gewesen sein, habe ich gehört. Lehrer? Ja, Lehrer. Ich hab's behalten, weil es so komisch ist. Ja. Der Herr hier kennt den Mann, den wir suchen, vom Sehen. Der Mann ist Alkoholiker. Kennt man ihn hier im Lokal? Der Wirt sagt nein. Möglicherweise kenne ich ihn, aber die Beschreibung passt auf mehrere Leute, die hier verkehren. Alkoholiker, das sagt mir nichts. Davon gibt es so viele hier. Kennen Sie die Tote? Ich habe sie mir noch nicht angesehen. Wer ist das denn? Ein junges Mädchen. Regina Debel. Regina? Ina Debel. Den Namen kenne ich. Kennst du ihn nicht auch? Das ist mein Sohn. Wir führen das Lokal gemeinsam. Hier verkehrt ab und zu ein junges Mädchen, das Ina genannt wird. Wie sieht sie denn aus? Sie können sie sich ja ansehen. Kommen Sie auch mit. Herr Ober? Ja. Sie auch. Ja. Die verkehrt bei uns. Sie ist bekannt bei uns. Was ist mit ihr passiert? Messerstich ins Herz. Haben Sie sie heute schon mal gesehen? War sie im Lokal? Nein. Heute sehe ich sie zum ersten Mal. Sie auch? Ich auch, ja. Heute, Sie meinen doch heute. Ja, und ich meine heute Abend. Na, was ist? War sie heute Abend im Lokal? Nein. Sie können gehen, danke. Der Kellner bleibt bitte noch hier. Nein. Nein? Gehen Sie. Wieder mal Leute, die mehr wissen, als sie sagen. Du meinst, sie war im Lokal? Naja, es gibt ja einige Fragen. Wo ist sie gestorben? Hier? Oder auf dem Hof? Oder woanders? Hat man sie über den Hof hierher getragen? Wie kommt ihre Tasche auf den Hof? Der Mann ist festgestellt, der Penner. Wir haben seine Adresse. Was ist das für ein Lärmas? Entschuldigung. Ich hab dir gesagt, leg den Schlüssel wieder hin. Ich hab's vergessen. Entschuldigung. Bagage. Ina ist tot. Ich kann nicht mehr. Ich bin vollkommen fertig. Ich muss was haben. Bleib da, du wächst das ganze Haus auf. Da besaust dich. Hau ab. ist denn da? Kriminalpolizei. Ist das wegen meinem Mann? Ja. Guten Abend, Frau Hesse. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Bitte, bitte kommen Sie rein. Danke. Bitte. Danke sehr. Okay. Was ist mit ihm? Da ist der Mann nicht hier. Mein Mann? Nein, mein Mann lebt nicht hier. Wir wohnen nicht mehr zusammen. Was ist denn passiert? Ist er tot? Wie kommen Sie denn darauf? Entschuldigen Sie. Wissen Sie, mein Mann... Mein Mann ist Alkoholiker. Und irgendwann wird er sich zu Tode trinken. Warum wohnt der Mann nicht mehr bei Ihnen? Mit einem Alkoholiker kann man nicht zusammenleben. Ich kann's nicht. Ich glaube, niemand kann das. Wo ist denn nun Ihr Mann? Ich weiß es nicht. Irgendwo. Ich habe seine Adresse nicht. Weswegen kommen Sie denn? Es muss doch irgendwas passiert sein. Wir möchten ihn nur sprechen. Im Zusammenhang mit einem Mordfall. Mord. Wer ist ermordet worden? Ein junges Mädchen. Eine Prostituierte. Was? Ich weiß, dass mein Mann in diesen Kreisen lebt. Ich habe davon gehört. Was hat er damit zu tun? War er es? Das wissen wir nicht. Das fehlte noch. Das fehlte noch. Das fehlte. Alles ist möglich. Ich kann nicht mal sagen, dass ich es nicht für möglich halte. Das wollen Sie wahrscheinlich alles gar nicht hören. Wir möchten eigentlich nur wissen, wo er ist. Grüß Gott. Zu wem wollen Sie? Hanni Kottwalder. Zu zweit? Und Sie kommen hierher? Nicht in der Wohnung, wissen Sie. So viel haben wir durchgesetzt. Nicht hier in der Wohnung. Es leben Kinder hier. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Das ist gut. Kommen Sie rein. Die letzte Tür rechts. Bei der muss man auch nicht klopfen. Die schläft natürlich immer bis Mittag. Machen Sie auf! Ja! Grüß Gott. Lassen Sie stecken, ich bin ja nicht blind. Bullen. Da. Ist der Jakob Hesse bei Ihnen? Sehen Sie ihn? Können Sie uns sagen, wo er ist? Ja, das kann ich. Herr Hesse? Herr Hesse? Ein Trinker will nicht aufwachen. Hey, Jakob, wach auf! Er liegt immer da wie im Sarg. Herr Hesse, aufstehen! Was ist denn? Dann machen Sie ihm halt einen Kaffee. Kaffee? Was der will, ist nicht Kaffee. Kaffee bestimmt nicht. Mit Kaffee kriegen Sie den nicht wach. Willst du einen Cognac? Ja. Wenn's darauf reagiert er. Da leuchten seine Augen. Was ist denn? Hanni, wer sind Sie? Kriminalpolizei. Herr Hesse, komm, stehen Sie auf. Los. Sag mal, es geht schon. So. Kommen Sie, setzen Sie sich. Das mache ich. Danke. Herr Hesse, Sie wurden gestern Abend gesehen, wie Sie sich über ein junges Mädchen beugten, das in einer Toreinfahrt lag. Bitte sehen Sie mich an. Das Mädchen war tot. Erinnern Sie sich? Was gibt's denn da zu lachen? Ein Alkoholiker soll sich erinnern, aber Sie haben Nerven. Erinnern Sie sich? Die Toreinfahrt neben der Nachteule. Das Lokal kennen Sie doch, da verkehren Sie doch. So kriegen Sie nichts aus ihm raus. Er muss sich erst mal den Mund spülen. Wohnt er hier? Wenn Sie das Wohnen nennen. Er kommt manchmal. Er weiß, wo der Schlüssel liegt, und dann kriecht er da rein. Hat er Ihnen irgendetwas erzählt gestern Abend oder heute Nacht? Nein. Dann müssen Sie mir erst sagen, was los ist. Kennen Sie Ina Debel? Nein, nie gehört. Was ist mit der? Die ist tot. Und damit soll er was zu tun haben? Der? Ja, deswegen sind wir ja hier. Das wollen wir erklären. Na, dann fragen Sie ihn. Gestern Abend. Die Toreinfahrt neben der Nachteule. Erinnern Sie sich? Ja, ich erinnere mich. Da lag jemand am Boden. Eine Frau. Da kam ein Mann und sagte, sie ist tot. Ja, Sie sind dann weggelaufen. Warum eigentlich? Warum? Schreck. War sonst noch jemand dabei? Irgendeine andere Person? Dabei? Nein. Was? Was ist das? Ja, Regina Debel hat einen Freund gehabt. Ein Zuhälter, ja? Ich gebrauche die Formulierung, die ich gehört habe. Das Wort Zuhälter ist nie gefallen. Gut. Wie heißt denn der Mann? Bandera. Tja, das ist mein Sohn. Und den wollen Sie sprechen. Ja, wenn sich das machen lässt. Kein Problem. Arthur, komm mal rein. Ja. Gehört Ihnen das Geschäft? Ja. Und was macht Ihr Sohn? Wir haben das Geschäft zusammen. Was ist denn los? Die Herren sind von der Polizei. Kennen Sie Regina Debel? Ja, natürlich kenne ich die. Ist irgendwas mit Ina? Ja, die ist doch an. Wir würden gern erfahren, woher Sie sie kennen, wie lange und wie gut. Da muss da was passiert sein. Sie ist tot. Sie wurde ermordet. Ach, deshalb habe ich auch keine Verbindung zu ihr bekommen. Ich rufe sie nämlich schon den ganzen Vormittag an, wissen Sie, es meldet sich niemand. Haben Sie Zeit, könnten Sie mit uns kommen? Ja. Vater? Hesse steht draußen. Hesse? Hey, Jakob! Jakob, du laufst doch nicht weg, du bleibst nicht stehen! Jakob, komm, was ist denn? Na, komm doch rein, passiert ja noch nichts. Willst du was trinken? Wir waren jetzt ein bisschen nervös, muss ja nichts mehr trinken, komm. Komm doch rein! Willi, krieg mal die Ginflasche. Ich habe ihm versprochen, dass er was zu trinken kriegt. Wir waren gestern ein bisschen grob zu dir. Vergiss es, musst du nicht übel nehmen. So, Prost, Jakob. Ja. Ja, Junge, du bist ja ganz ausgedörrt. Trink gleich noch ein. Ja, ich gebe ja zu, dass das, was sie getan hat, mir nicht ganz unbekannt war. Habe ich gesagt, ich hätte es nicht gewusst? Irgendwie ist sie auf den Dreh gekommen, dass man ganz leicht Geld verdienen kann. Man braucht ja auch nur eine Anzeige aufgeben, Hostess, Modell oder wie auch immer Sie das nennen wollen. Wollen Sie mir vorwerfen, dass ich das gewusst habe? Nein, das nicht. Aber Sie haben sie ja dazu gebracht. Das Mädchen kommt aus Düsseldorf, wollte hier auf die Kunstakademie, hat 2 Semester belegt, bis sie dann ihre Bekanntschaft gemacht hat. Aha. Und? Und Sie haben sie dazu gebracht, das Studium aufzugeben. Was, ich? Wie kommen Sie denn darauf? Sie haben mir beigebracht, wie man leichter und schneller Geld verdienen kann. Leichter und schneller Geld verdienen kann? Ich? Wer Mitschülerin von Regina Debel befragt, reicht Ihnen das? Wofür halten Sie mich denn? Für den, der dabei kassiert hat. Haben Sie Quittungen gefunden? Das sind nicht von der Steuerfahndung. Ja, sofort! Ja, komm. Ja. Das ist aber auch nicht in Zucht drauf, da. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ich fange langsam an, mich wohlzufühlen. Tu das, Jakob, tu das. Du bist hier unter Freunden. Du kannst immer hierher kommen. Hast du mich verstanden? Immer. Nein. Na, dann gib mir mal noch einen. Ja. Immer. Also dann. Fester Wohnsitz, wir können nicht festnehmen. Der lügt wie gedruckt. Nun na, er wird seinen Grund haben. Ja. Ja. Ja, ja. Hallo, ich verstehe Sie nicht. Wer spricht denn da immer dazwischen? Hallo. Sprechen Sie doch weiter. Und nennen Sie mir Ihren Namen. Hallo. Eine Frau, sie wollte eine Aussage machen im Fall Regina Debel. Höchstwahrscheinlich eine Kollegin. Nur was sagen, dass sie nämlich aufhören wollte. Von wem sprechen Sie? Na, von der Debel, die jemand erstochen hat. Wissen Sie etwas darüber? Wer sind Sie? Nennen Sie doch Ihren Namen. Namen nennen? Ja, Sie sagen gut. Soll meine Namen nennen? Na, leg's auf. Kein Namen sagen. Ja, hallo. Ich sage meinen Namen nicht. Die Ina wollte aufhören. Das sollten Sie vielleicht wissen, dass sie aufhören wollte, weil sie jemand kennengelernt hat. Wen hat sie kennengelernt? Jemand, der das nicht mehr wollte, dass sie anschaffen geht. Leg auf, endlich. Ja. Hallo. Ich verstehe nicht. Wer spricht denn da immer dazwischen? Hallo. Na, also wird ja ein Motiv sichtbar. Sie wollte aufhören, weil sie jemand kennengelernt hat. Und einer, der sie daran hindern wollte. Bandera. Frage? War Bandera gestern Abend im Lokal? Die Frage ist wichtig. Aber vielleicht gibt's da noch einen Weg. Herr Hesse? Ah! Guten Tag zusammen. Grüß Gott. Was machen Sie denn hier? Jetzt komme ich mit. Sie haben sicher einen schlechten Eindruck. Überhaupt nicht. Ja, ich weiß, wie ich auf Leute wirke. Jetzt hättest du nicht da reinkommst. Nichts getrunken, aber ich sag Ihnen, das ist. Jeder Spiegel sagt mir, wie ich aussehe. Ist ja gut. Jetzt wieder letzte Lump. Wieder letzte Lump. So. Herr Hesse, Sie sind völlig betrunken. Ja, natürlich bin ich betrunken. Wäre ich sonst in so einer fantastischen Laune? Ich trinke, weil ich mich wohlfühlen will. Für ein paar Stunden wohlfühlen. Ich genieße das. Die Laune, die ich jetzt habe. Für ein paar Stunden bin ich so großartig wie Sie oder wie irgendein anderer. Meinetwegen brauchen Sie sich nicht zu betrinken. Seien Sie mal ausgerechnet da. In diesem Lokal haben Sie sich betrunken? Ja, mir ist dieses Lokal reich. Warum nicht dieses Lokal? Ich kenne dieses Lokal schon lange. Ich gehe da immer wieder mal hin. Es gibt kein Lokal, das ich nicht kenne, in der ganzen Gegend nicht. Hatten Sie Geld? Da haben Sie bezahlt, was Sie getrunken haben. Geld? Ja, wir fragen, ob Sie Geld hatten. Wie viel haben Sie denn getrunken? Eine Flasche. Eine Flasche Gin. Die Sie bezahlt haben? Bezahlt? Oder hat man sie Ihnen spendiert? Ja, ja, es gibt immer wieder mal Leute, die mir was spendieren. Ich werde immer wieder mal eingeladen, der sagt immer, also jemand, also was der Herr da trinkt, das geht auf meine Rechnung. Und auf wessen Rechnung ging das? Ja, wer hat Sie eingeladen? Wer? Wie soll ich sagen? Wer? Sie werden doch wissen, wer Sie eingeladen hat. War's der Wirt? Ja, der war's. Also das ist nichts Besonderes. Walter Rasmus ist mein Freund. Naja, so gut wie mein Freund. Jeder ist mein Freund, das Wort ist nicht falsch. Jeder ist mein Freund, der mir sagt, was der Herr da trinkt, geht auf meine Rechnung. Also der Wirt hat sie eingeladen. Ja, wo ist der Schlüssel? Hanni! Hanni! Der Schlüssel! Der Schlüssel, mach auf! Was schreien Sie hier so rum? Entschuldige gar nichts. Ich werde mich beschweren. Sie wohnen hier, Sie schlafen hier. Sie sind doch hier gar nicht polizeilich gemeldet. Entschuldigen Sie. Widerlicher Trunkenbold. Ist der Wirt nicht da? Ich kann ihn holen. Moment, warten Sie doch mal. Kennen Sie einen Mann, der Bandera heißt? Verkehrt er hier? Ja, die Frage haben Sie schon verstanden. Ja, ja. Wie war der Name? Bandera. Der soll hier verkehren. Ich kenne unsere Gäste nicht. Ich meine, nicht bei Namen. Ja, schon gut, hat sich ja schon erledigt. Ich habe gerade nach Ihnen gefragt, ob man Sie erkennt. Das ist mein Stammlokal. Ich bin jeden Tag hier. Ihr Sohn auch? Der ist manchmal hier. Ja, nicht immer. Warum haben Sie nach mir gefragt? Bitte, nehmen wir doch Platz. Danke, Herr Bandera, Ihr Sohn hat zu dem Mädchen, das da gestern Abend in der Toreinfahrt tot aufgefunden wurde, eine Beziehung gehabt, nicht? Ja, er hat mir erzählt, dass Sie ihn danach gefragt haben. Kennen Sie das Mädchen auch? Ja, ich habe sie mal gesehen. Waren Sie gestern Abend auch hier im Lokal? Ja. Naja, Sie sagten ja, dass Sie jeden Abend hier sind. Ich war auch gestern hier, mit meinem Sohn. Wir haben Karten gespielt. Als die Tote gefunden wurde, da waren wir allerdings schon zu Hause. Ich danke Ihnen, Herr Bandera. Entschuldigen Sie bitte, wohnt hier vielleicht Herr Hesse? Herr Hesse? Nein, völlig unbekannt. Es wohnen sehr viele Parteien hier, aber Hesse? Danke, vielen Dank. Ach, ja? Meinen Sie vielleicht diesen Alkoholiker? Dann sind Sie ja richtig. Bitte drehen Sie ein. Letzte Türe rechts. Vielen Dank. Jakob. Jakob. Wie kommst du hierher? Hast du mich gefunden? Du hättest mich vorbereiten sollen. Ich hätte mich rasiert. Wer hat dir gesagt, dass ich hier bin? Ich hab's eben erfahren. Wohnst du hier? Ich bin manchmal hier, wenn ich nicht weiß, wo ich unterkommen soll, dann komme ich hier. Ist das dein Zimmer? Warum bist du gekommen? Du sollst etwas mit einem Mord zu tun haben, Jakob. Ein Mord, Jakob. Warum gebrauchst du dieses Wort? Warum sagst du Mord? Bist du nur hergekommen, um dieses Wort zu gebrauchen? Geh raus. Geh! Ursula! 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 Haben Sie mir eine Frau geschickt? Ja, das war ich. Warum? Sie hat mich angerufen. Wollte wissen, wo Sie sich aufhalten. Und was haben Sie ihr erzählt? Dass Sie möglicherweise etwas mit einem Mordfall zu tun haben. Ich habe mit keinem Mord zu tun. Nein? Nein! Na, kommen Sie. Warum verfolgen Sie mich? Ich verfolge Sie nicht. Ich begleite Sie nur. Ist das ein Unterschied? Sie hätten mir sagen sollen, dass meine Frau mich aufsuchen wird. Ich hätte mich rasiert, mich nicht so präsentiert. Was hat sie gesagt? Sie ist so schnell aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich kenne das. Das ist mir nichts Neues. Ich habe mich mit Ihrer Frau unterhalten. Unterhalten? Worüber? Sie waren mal Lehrer, nicht wahr? Darüber wurde gesprochen. Ja, darüber. Und ich wollte wissen, warum Sie es nicht mehr sind. Na und? Wissen Sie es jetzt? Kann ich etwas zu trinken, aber ich kann mir selber nichts bestellen. Ich habe kein Geld. Warum haben Sie diesen Beruf aufgegeben? Warum? Es macht keinen guten Eindruck, vor einer Klasse zu stehen und sich festhalten zu müssen am Schrank. Gerade wieder am Kartensteller, um nicht umzufallen. Was mir einige Male dennoch nicht vermeiden konnte. So ist das. Ganz einfache Erklärung. Man hat Sie entlassen? Ja, ich wurde entlassen. Ohne jeden Widerspruch meinerseits. Vollen Einverständnis mit der Maßen. Sehen Sie mich doch an. Sie kennen die Tote nicht. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich sie nicht kenne. Und ich habe Ihnen nicht geglaubt. Ich glaube Ihnen auch jetzt nicht. Kann ich was zu trinken bekommen? Nein. Ich möchte hier weggehen. Ich gehe mit Ihnen. Ja. Schwör. Ja. Drei. Weg. Weg. So denn, Mensch, das ist halt. Guck mal, hau ab da. Lass uns zur Ruhe. Was willst du denn da? Geh zu. Wo bist du denn da überhaupt noch mal? Das ist überhaupt keine Frage. Kannst du mir ja, schreib du weg. Kein Glück gehabt. Nein. Ja, vielleicht kenne ich das Mädchen auch. Ich habe hier gehört, ich meine, gelesen. Das ist es. Es kann durchaus sein, dass ich sie, dass sie mir mal begegnet. Das ist nicht auszuschließen. Aber Sie wissen es nicht genau. Ein Trinker, was verlangen Sie denn eigentlich von mir, einem Trinker? Aber das ist doch alles ganz egal. Das tote Mädchen spielt doch keine Rolle. Das sind doch alles nur Bilder. So Bilder sind doch das alles. Geben Sie mir was zu trinken. Alfons, der zahlt für mich. Ein Gin. Einen großen. Sollen Sie? Nein. Nein. Sie wissen doch, wo Sie was kriegen. Ohne einen Pfennig bezahlen zu müssen. Zeit? Ja. Ich habe bei Ihnen angerufen. Wegen der Ina, dass er aufhört. Ach, Sie waren das. Wenn Sie mitnehmen, sage ich kein Wort. Also, was wollten Sie uns sagen? Sie wurden unterbrochen. Ihr Freund wollte, dass er aufhört. Raspe. Willi Raspe. Mehr sage ich nicht. Mehr kann ich auch nicht sagen. Danke. Warte. Hallo Jakob, hast du Durst? Ja. Bring mal die Flasche. Ich hab dir noch gesagt, Du kannst jederzeit reinkommen. Ja? Immer wenn du willst, kriegst du was zu trinken. Ja? Hab ich dir doch versprochen. Und was ich verspreche, das halte ich auch, das weißt du doch, ne? Du kannst kommen, wann immer du willst. Du bist immer willkommen. Ist er drin? Schon eine ganze Weile. Ja, kann er sich das leisten? Hat er Geld? Er hat keins. Geh mal rein, sieh nach, was los ist. War denn seine Frau bei ihm? Da, er hat sie rausgeworfen. Sie hat mir erzählt, wie er ans Trinken gekommen ist. Beim Schulausflug seiner Klasse sind 2 Kinder ertrunken und er hatte die Aufsichtspflicht. Ja, das erklärt einiges. Noch eins, Harry, das Telefongespräch da im Büro. Ja, die Frau, die sich da gemeldet hat. Die gesagt hat, dass Ina Debel einen Freund hat. Den Namen, den sie nicht sagen wollte, den weiß ich jetzt. Willi Raspe. Ach, so ist das. Harry, Ina Debel ist gestern Nacht in dem Lokal ermordet worden. Und Hesse war dabei. Danke. Alles in Ordnung, Jakob? Ja, danke. Na, Schnaps, das ist alles in Ordnung, oder? Ja, das ist in Ordnung. Die Flasche hast du in einer halben Stunde leer gemacht. Trinkst du noch eine? Da fragst du. Eine Flasche Gin hat er schon leer gemacht. Jetzt macht er sich über die zweite her. Oh Gott. Das ist die einfachste Art, jemanden umzubringen. Komm her. Na also, jetzt haben Sie ja was zu trinken. Ja, hab ich. Ich habe hier was zu trinken bekommen. Danke. Er kann nicht bezahlen. Ja, ich weiß. Aber ab und zu kriegt er von mir eine Flasche. Er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann, wenn es ihm mal ganz dreckig geht. Jakob? Ja, danke, Vater. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich komme schon zu meinem Geld. So, ich bringe Sie jetzt raus. Kommen Sie. Ja, warum? Ich will Sie nicht. Sie haben ja nichts dagegen. Nein, gar keine Weise. Sehr gut. Kommen Sie. Lassen Sie mich los. Nur ruhig. Sie sollen nicht loslassen. Ruhig. Aber nur lassen Sie, ja, lassen Sie mich doch gut. Los. Ja, ich kann Ihnen doch nicht helfen. Kommen Sie. Kommen ich Sie. Doch ja, nicht. Ja, aber... Führen Sie mich denn hin? Kommen Sie nur. So, jetzt denken Sie mal genau nach. Nach Hause. Ja, das ist in Ordnung, Bandera. Keine Angst. Ich habe keine Angst. Hierher? Ja, natürlich. Sie wollten doch nach Hause, ne? Kommen Sie. Nein, nein. Sie schläft doch sicher schon. Man kann sie doch nicht stören. Schauen Sie, es brennt Licht. So. Herr Hesse, kommen Sie. Ich? Kommen. Können wir reinkommen, Frau Hesse? Komm, Jakob. Komm. Setz dich, Jakob. Setzen? Komm, setz dich hin. Herr Hesse, Sie werden mir jetzt alles sagen. Glauben Sie? Ja, das glaube ich. Und ich sage Ihnen auch den Grund. Ich weiß, dass Ihnen Tote nicht gleichgültig sind. So? Sehen Sie das? Ja. Genau so. Sie meinen meine Kinder? Meine Kinder, die ertrunken sind? Ja. Ich meine auch die Kinder, die ertrunken sind, wenn ich sage, dass ihnen Tote nicht gleichgültig sind. Ich hatte nichts mehr getrunken. Einen Tag lang nicht. Ich ging herum, um irgendwie Geld zu besorgen. Vergebens. Niemand gab mir Geld, niemand was zu trinken. Walter Raspe warf mich raus. Da kam gerade Ina Debel. Sie sagte, hat er dich rausgeworfen. Keiner will warten. Ich ging dann auf den Hof, weil ich wusste, dass dort die leeren Flaschen abgelegt wurden. Ein Berg von Flaschen. Und in manchen befand sich noch ein Rest. Da hörte ich Stimmen aus dem Lokal. Streit. Da war Streit und Inas Stimme war dabei. Und ich konnte mir denken, worum es ging. Arthur Bandera hat er ihn dazu gebracht, den Strich zu geben. Willi Raspe wollte es nicht mehr. Er mochte das Mädchen und sagte, das machst du nicht mehr. Das machst du nie mehr. Aber Bandera wollte sich doch so ein Geschäft nicht entgehen lassen. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Sie kommt von einem Freier, den ich ihr geschickt habe. Das ist nicht wahr. Er sei ja anders, weil der recht hatte. Und du sollst sie in Ruhe lassen. Drehte durch. Nein, ich habe ja gesagt, dass du sie in Ruhe lassen sollst. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Rannte und rannte. Wohin? Wohin? Ich kann nicht mehr. Du solltest jetzt schlafen. Komm. Komm. Einen Sohn? Wer hat sie schon gestellt? Aber nicht Ihnen.